Tramix Mode im Chat. Boys, es geht los! Das alles entscheidende Rennen. Finale! Oh. Oha, was hat der jetzt für zwei Löcher, Alter? Digga, no sexual. Powerstart mitgenommen, wichtig. Oh mein Gott. Lass die Idioten erstmal alle fahren, Leute. Ja, Bro, schade, dass hier übelst weggerammt wird von gewissen Personen. Jetzt muss ich ja auch noch einem crashenden Auto ausweichen. Nice, das ist der Flow, Leute. Das ist der Flow. Das ist wie wenn man Guitar Hero spielt. Immer so, man muss diese Guitar Takte Hero, treffen. Ja, Guitar Hero, man muss diese Takte treffen, versteht ihr? Kennt ihr noch so Guitar Hero von damals? Nicht, Leute. So, iCrimex auf der 1, ersten Checkpoint, wichtig, mit Chat, ab geht's hoch, so. Stani, wo bist du? Da sehe ich mal wieder gar kein Licht. Bro, kannst du dich doch sehr gerne freuen. La 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 la. Oh, schön flawless, Digga. Das war richtig flawless, Digga. Flawless wie schöne Diamanten, kleiner Freestyle. Bro, du musst ja hier noch ein paar Mal runterfahren. Oh, oh, und die Leute wissen, sag ich mal, wie dein Auto aussieht. Sag ich mal, Digga, so. Ey, wie er einfach indirekt wieder Hetze betreibt, Digga. Ich will nicht. Du bist nicht. Ja ein richtiger Hetzer, Digga. Nein, nein, nein. Du Hetzersohn. Oha. Oha. Digga, er ist eine richtige Hetzgeburt. Oha, Bro. So, Leute. Wo bist du denn, Max? Ich sehe dich gar nicht. Ja, normal, weil ich auch so weit vorne bin. Du bist der Erste, Max, oder was? Ja. Leute. King Crimex braucht aber wieder also ein oder anderen Kick. Ich finde es gerade, ich sehe hier gerade keine Aufgabe, sagen wir es mal so. Nee, das mach ich halt wirklich nachts um drei. Hast du gut gemacht, sag ich mal, dass du da gut durchgekommen bist, alles gut? Bis jetzt first try alles, flawless. Call me the flawless boy. Boah, die Map ist aber wild. Das ist eine coole Map, gefällt mir sehr gut. Das hat halt wirklich was mit Skill zu tun. Die davor, das war wieder so luckmäßig, aber das hat halt wirklich wieder was mit Skill zu tun. Deswegen sieht man ja auch, dass ich auf der 1 bin. Aber das ist alles easy, Leute. Wir sind hier noch gut drin, da vorne ist Maxi sehen. Der hat nicht viel Vorsprung. Also da ist hier noch gar nichts entschieden. Wir haben noch gut viele Checkpoints. Wir werden an dieser Stelle jetzt hier den Vorsprung weiter ausbauen. Ja, Bro, du wirst aber auch noch weggekickt. Sag ich dir so, ich wurde am Anfang weggekickt und du wirst im Laufe... Ja, ich wurde jetzt gerade weggekickt. Schade, dass du Auge auf mich gemacht hast. Guck mal, was die machen, Leute. Habt ihr gesehen? Was war das? Das war einer. Ja. Ach, Digga, was... Also, ey, du, also, Digga, warum stupst du mich runter auf? Digga, wer mich gerade weggekickt hat, ehrenlos, Digga. Guck mal, was der macht, Leute. Guck mal, ich komm nicht mal... Psychokan. Ich dachte, wir wären cool, Kahn. Ich komm nicht mal die Dings runter. Ja! Kahn, ich dachte, wir wären cool miteinander. Was ist denn los jetzt? Der eine dieser Cyberkid geht die ganze Zeit auf mich hier. Guck mal, was Cyber er macht, Kid, mach mal, weiter, ich werde auch sabotiert. Cyberkid, weiter. Kahn, weiter rauf auf ihn. Kahn, weiter rauf. Stark, ja, Kahn. Der lässt mich hier halt nicht mal runter. Ja, Bro, Kahn, das macht dein Typ auch bei mir. Es reicht doch jetzt, Kahn. Nein, mach weiter, Kahn. Mach weiter. Das hat dein Typ genau gerade bei mir auch gemacht. Schmutz. Und du feierst ihn dafür auch noch. Und deswegen, Kahn ist halt einfach aber eine Nummer besser. So, zack. Cyberkid, du musst oben warten und Philipp immer wegbouncen. Oha. Oha. Ach, Digga, ey, dieser Kahn übertreibt doch auch echt wild. Ey, Bro, dieses Cadillac, Cyberkid, geh auf den Rosanen. Bro, auf den Rosanen. Guck mal, Cyberkid, du kannst danach erstmal direkt die Crew verlassen, weil für mich bist du kein offizieller Crewmember Bro, mehr. Die lassen mich... Digga, er lässt mich nicht runter! Bro, das haben die bei mir auch gemacht. Ich bin mit Glück durchgekommen. Ja, es sind aber zwei Leute bei mir. Tja, ey, Bro, das ist halt einfach das Rennen. Was? Ey, ach komm. Das ist einfach Leute. Das ist einfach das Rennen. Ey. Also ich sag mal so, offiziell, Leute, gönne ich das natürlich nicht, dass ihr das macht. Das finde ich doof. Das ist halt auch unfair. Leute, lasst jetzt mal Real Talk aufhören alle. Real lasst Talk. Natürlich. Auch also, an diesen, auch den, der. Bro, guck mal, ey, wundert mich, weil ich einfach nicht runterkomme. Bro, weil du einfach schlecht bist, Digga. Leute, ihr habt's gesehen. Jeder hat's bei mir gesehen. Mit mir wurde das Gleiche gemacht. Ich habe mich aber durchgeschlängelt, weil ich schlau war. Und da geht bei der Typ. Aber nicht zwei guck mal, Leute, da geht der Typ wieder auf mich. Da geht der Typ wieder hier auf mich. Der eine, der hält sogar richtig auf. Er fährt mir sogar hinterher die Rampe runter. Ah, ich supporte das nicht. Also, das supporte ich nicht. Nee, das ist schade. Lasst doch mal den armen Bengel in Ruhe, Leute. Let's go, Leute! Der King of the Ring ist wieder back! Digga, wer ist orange, Mann?
Ey, Max, kurz mal ein Statement. Siehst du, Leute, kein Rennen. Hier kommt's auf Können an und wer ist erster? Der Boss. Ach nee, also ich so, wie gesagt, Leute, ich kann ja nur. Max ist da immer. Wo ist er? Leute, da hinten ist er. Da hinten ist er. Ich kann nicht mehr. Bro, ich ramm dich die ganze Zeit runter, du kleiner Idiot. Das hast du davon. Wenn du bei mir Auge machst, mach ich bei dir doppelt Auge zurück, Bro. Habe ich denn bei dir Auge gemacht? Und hau rein, Max. Hier, Bro, ich durfte zweimal ohne Probleme runterfahren. Das habe ich jedes Mal geschafft. Ja, First Try. Khan, lass ihn jetzt mal durchfahren. Ja, super. Dass er hier, guck mal, ich gebe dir auch noch einen Anstoß. Danke. Ich gebe dir auch noch einen Anstoß von hinten, Bro, hier. Ich gebe dir noch einen kleinen Anstoß jetzt, dass du auch gut runterkommst. Ja, dieser Khan, Digga, der sabotiert mich selbst auf der Rampe. Bro, wenn du einfach schlecht bist, was kann ich denn dafür? Komm, 1-gegen-1 Race. Bro, wir machen doch gerade 1-gegen-1 Race. Warum rastest du denn jetzt so aus? Weil ich seit 10 Versuchen nicht da runterfahren kann. Nee, also das ist ja mal ein Rennen, wo es auf Können drauf ankommt, aber irgendwie ist dein Können jetzt anscheinend weg, ne? Weil du ja immer sagst, du bist so ein GTA-Racer. Ne, also... Ich supporte das nicht, Bro. Ich bin nur der lila Baron, der dich halt auch versucht wegzurammen, aber ich supporte es nicht. Bro, ja, Leute, ich sag mal so, ich würde ja nichts sagen, ne? Ich würde echt sagen, das ist unfair, aber mit mir wurde genau das gleiche gemacht. Ja, aber Bro, doch nicht über diese Zeit, Alter. Ja, Bro, weil ich mich durchgeschlängelt habe jedes Mal zwei Leute. Das Ding ist, Bro, ich bin der eine gewesen. Nein, da war noch ein Roter. Der ging auf mich die ganze Zeit. Keine Ahnung, Alter. Guck mal, du bist doch fünfmal an mir vorbeigefahren, wo ich nicht runterkam. Bitte Quatsch. Also erzähl mir nicht, dass du das selber hattest. Bitte. Ey, guck mal, das Ding ist, ich hab den Typen einfach ausgeplayt, weil er dumm war. Und du bist halt nicht so schlau wie ich und konntest ihn nicht ausplayen. Ganz einfache Geschichte. Na komm, als wie, komm. Ja, ja guck mal, ich geh raus, Digga. Gehst du raus und mal anders reinmachen? Digga, ich geh raus, das macht keinen Sinn, dieser Khan, Digga. Aufgehen, Alter. Khan, hör mal jetzt auf, ja. Das ist nee, ich geh raus, ich hab keinen Bock mehr, ehrlich. Bro, jedes Mal. Ja, ich versteh's. Ich konnte die ersten zweimal runterfahren. Seitdem ist der mir jedes Mal hinterhergerast. Ja, ich find's auch scheiße, sag ich dir ehrlich. Ich kann ja nur sagen, dass ich scheiße finde. Dann müssen wir ihn jetzt ausschließen, aber ja. Ist mir egal. Ich supporte das auch nicht, Leute. Ich finde das unfair. Schade, Khan. Checkt auf jeden Fall Khan seinen YouTube-Kanal aus. Spaß, Leute. Spaß. Wer hat Bock auf Fortnite, Leute? Ey, Bro, lass doch ein anderes Rennen zocken. Oder hast du keinen Bock mehr? Keine Ahnung, spielt Tobias, Tete, Digga. Ey, Tobias, hör da jetzt auf. Bro, Tobias, guck mal, jetzt ist unentschieden und alles gut. Nee, ich glaube, ich gehe jetzt in Fortnite rein. Ey, Tobi, hör doch jetzt auf, Digga. Sollen wir mal Fortnite abchecken, was da abgeht? Bro, da geht doch gar nichts ab. Oder wollen wir Survival-Modus zocken im Fortnite? Komm, lass Survival-Modus Fortnite gehen. Ich habe gerade gar keinen Bock mehr auf GTA. Na, noch ein GTA-Rennen vielleicht? 100 Euro? Nee, nächstes Mal, Bro, aber ich habe wirklich gerade Bro, du kannst jetzt nochmal 100 Euro verdienen, das wäre doch geil. Ich kann aber auch 100 jetzt verlieren. Ja, aber das ist doch geil, Bro. Nee, Digga. Ich hab grad diese negativen Vibes, das wird nichts mehr. Wir können gerne nächstes Mal wieder, hat Spaß gemacht. Aber dieser Khan ist mir gerade zu sehr auf die Eier. Nee, Bro, guck mal. Ich geb auch zu, ich war jetzt zu gut gewesen.